Aloha zu Final Fantasy 14 mit Richtfeuer von Ridorana. Aus Final Fantasy 12 und eben halt auch aus der Serie Final Fantasy Tactics. Ich war ja schon gespannt hier, ne? Die Feste, die man ja auch sonst kannte. Wir hatten es ja mal mit Rabanastre zu tun gehabt. Was wir auch aus Final Fantasy 12 kannten. Und jetzt haben wir eben halt die Festung. Auch die fiel mir wieder sehr, sehr nice. Sprich, das ist jetzt der zweite Teil aus der Rückkehr nach Ivalenz. Dann legen wir auch los. Ich muss schon sagen, es ist schon sehr gut gelungen, dieser Raid. Also Rabanastre war ja auf jeden Fall auch an sich sehr, sehr cool. Aber auch hier hat mir das sehr gut gefallen. Nur ich habe auch von vielen lesen müssen, dass eben halt das nicht so nahkampffreundlich sein soll. Manche Sachen, also dass auch welche Leute, die jetzt Fernkämpfer spielen, auch gesagt haben, oh ja, da gibt es ja eine Menge Sachen, wo die Nahkämpfer echt schon echt aufpassen müssen. Und mir sind ja auch schon einige Dinge hier so wirklich passiert. Aber ich denke mal, es wird so oder so, wird man da schon reinkommen, wie das halt so hier so funktioniert. Wir haben hier so AOEs, eben gerade vorher war ja eben halt Rage-Schaden an allen. Hier müssen wir einfach die AOEs raustragen. Oh, das ist jetzt interessant. Hier kommt jetzt Sturzflut. Und er wird jetzt einfach mal random von irgendwelche Himmelsrichtungen gleich. Also er macht gleich einen Rückschlag und dann macht er jetzt auf dieser Seite seinen großen Cleave. Man sieht jetzt, man kann da recht schnell sterben, wenn man da nicht aufpasst, ne? Das ist Wahnsinn, da muss man echt aufpassen. Hier jetzt da wieder in dieser Richtung. Man muss ja immer ein Auge behalten. Ah, jetzt geht es in die andere Richtung und währenddessen müssen wir auch hier AOEs ausweichen, während dieser große Cleave dann noch kommt. Ah, der ist schon echt in sich, da muss man echt aufpassen. Ich habe mir auch schon gedacht so, oh oh oh, da gibt es ja auch ordentliche Attacken, da muss man wirklich aufpassen, weil das haut dich ja sonst echt hier weg. Ich meine, da bringt ja mein Eye-Level 370 jetzt auch nichts. Also, da bist du halt dann auch schnell weg. Klar hat man wesentlich mehr Leben, wenn man ihm halt besseres Gear hat, aber dennoch des Trotz sollte man sich das hier nicht unterschätzen. So, dann jetzt kommen hier so bewegliche AOEs, die einfach mal außerhalb der Arena erscheinen. Später sogar sieht man dann auch, dass sie auch in der Mitte erscheinen. Und dass wir halt da die ganze Zeit ausweichen müssen. Sonst bekommen wir die ganze Zeit ja auch Tickschaden. So, jetzt seht ihr auch, dass jetzt wird es auch anders positioniert. Die Wasserkrüge machen halt diese beweglichen AOEs. Währenddessen kommen wieder AOE-Flächen einfach so. Muss man die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Ah. So. Müssen wir gleich wieder schauen. Wir gucken gleich. Haben wir verdunkelter Niederschlag. Jetzt regnet das hier, dieser Map. Und es werden auch gleich solche AOE-Felder erscheinen. Da sollte man am besten nicht da drin stehen. Und ja, hier haben wir jetzt dunkler Regen. Also hier müssen wir so schnell wie möglich die zerstören. So nicht wie diese Sandkugeln aus Rabanastre von dem zweiten Boss. Und währenddessen müssen wir hier, ich glaube, bestimmt mindestens mit drei Leuten oder so hier stacken. Also man sollte da schon mit Leuten stacken hier zusammen, weil sonst fliegt man in die Luft und kriegt halt ein bisschen Schaden ab.
Jetzt explodiert natürlich diese Kugeln und machen ordentlich Schaden. Jetzt muss richtig hochgeheilt werden, sonst sterbe ich. Oh, das war knapp. Also man darf die Kugeln nicht unterschätzen, genauso wie diese Sandkugeln von dem zweiten Boss. So, da sind wir auch schon allmählich beim Ende von Dunkle Fürst Faehnfrid. Aber am Ende ist es halt auch recht chaotisch, da kommt noch alles so schneller aufeinander. Aber wenn man das erstmal drauf hat, dann geht das eigentlich an sich. Jo. Dann geht's jetzt hier weiter. Hier gibt es auch alte Inschriften, da kann man halt noch ein bisschen Hintergrundwissen noch nachgucken, wenn man sich da halt interessiert. Auch wieder hier sehr schön gemacht. Wirklich sehr schön. Ja, sieht sehr beeindruckend aus. Hier sind wir bei der oberen Ebene. Hier haben wir jetzt das mit Ads zu tun, also mit Trash-Mobs hier. Will er doch weiter? Ah, die machen schon Cleaves. Ei. Noch weitere Ads. Ei. Okay, die können auch schön explodieren noch. Da müssen wir halt aufpassen. Also generell muss man aufpassen, die Leute, die jetzt noch nicht so viel Leben haben. Weil wenn man die schnell hintereinander zerstört, kann man ordentlich Schaden bekommen. Also dass man die nach und nach zerstört. Oh, und da haben wir jetzt den nächsten, den Dämonoid Bilias. Mal wie es mit einem höllischen Geselle zu tun. Joa, ich hoffe, jetzt legen die los.
Keine falsche Bescheidenheit. Let's go. Ein bisschen schüchtern, die Leute. Weil das war der Tankbuster. Ein bisschen Volker. Raidschaden. Ein Eruption. Ah, je nachdem explodieren die Plattformen hier. Und jetzt dive der, ne? Hier sieht man jetzt diese bestimmten Richtungen, zack. Jetzt geht er dahin und der andere dorthin. Da muss man echt später Überblick behalten, weil der kann auch irgendwann einfach so durch die Arena so durchdiven. Also das wird auch richtig interessant. So, jetzt haben wir das hier mit Fesseln zu tun. Wir müssen die jetzt hier bei den jeweiligen Feldern hinten ablegen. Also sprich da hinten Fesseln außerhalb. Um AOE, die noch einen Ticken verfolgen. Haben wir wieder Volker. Ja, der heizt ordentlich auf hier. So, jetzt kommen solche Ads. Die müssen wir uns jetzt hier kümmern schnell, weil er lädt jetzt seine Ulti auf. Kennen wir ja auch ein wenig vom Rabanastre mit dem zweiten Boss. Da müssen wir halt uns auch schnell beeilen mit den Ads. Ja, splitten müssen wir die auch noch, die Ads. Dürfen die zusammenstehen. Aber das sind solche Dinge, da lernt man eben halt dazu, ne? Keiner ist perfekt. Man lernt immer mit irgendwelchen Dingen halt dazu. Das ist ja auch nicht bei einmal oder keine Ahnung, auch bei mehrmalen heißt es ja auch nicht mehr gleich, dass es alles so perfekt ist. Deswegen sollte man sich auch nicht so viel geben, auch wenn es nicht alles allzu perfekt ist, was andere erwarten. Das ist nun mal so. Aber man wächst ja bei sowas auch hinaus und das ist halt so. Oh, okay, wir müssen hier diese Schalter betätigen. Ah, wir müssen. Okay, jetzt haben wir. Oh. Einen ordentlichen Cleave kam da noch. Ah, jetzt haben wir hier diese Verbindung wieder. Ah, müssen wir kurz warten. Währenddessen muss man jetzt aufpassen, weil er jetzt hier divet. Schnell die Plattform wechseln. Wieder Volker, ne? Es ist alles ein bisschen so urzeitmäßig alles jetzt hier so gemacht, ne? Ah, okay, dann kommen wir auf solche Plattformen, wo die denn explodieren.
Da wir die sogar außerhalb der Plattform auch mehrere Leute sind jetzt angekettet. Kommen auch wieder nachfolgende AOEs. Zeitbombe. Oh. Hier wieder die Timer gegen den Cleaves. Die müssen immer jeweils so positioniert werden, dass es nicht uns erwischt. Aber man kann das ja alles hier recht managen. So dass wir halt auch unsere Safe Zones haben. Ah, verdammt, habe ich nie aufgepasst. Aber jetzt wiederholt sich das eigentlich immer so weit. Also, man muss erstmal kurz warten. Jetzt. Okay. Ja, jetzt läuft das halt die ganze Zeit so ab. Aber ich muss ehrlich sagen, auch hier der eine Boss mit den Rechenaufgaben finde ich auch ganz cool. Man muss da irgendwie erstmal auch klar Überblick verschaffen, wie das indirekt. Aber sonst geht das eigentlich auch. Okay. Ja, schön verteilen hier. Und wieder die AOE-Felder noch. Aufpassen. Hier wieder aufpassen. Fixiere mich erstmal hier drauf, dass er erstmal dort ist. Und dann. Oh nein. Okay, das war nicht so cool. Ah, Mann. Ja, da wurde dieser Cleave direkt dorthin gesetzt, wo er eigentlich hingesetzt werden sollte. Da ist er auf der anderen Seite. Dann könnte man jetzt hier rüberlaufen und dann hätte man auch nicht jetzt auch noch Schaden kassiert. Naja. Ah. Naja, weiter geht's. Ja, wir langsam nach oben. Schon echt cool aus. Sehr schön gemacht. Ja, jetzt haben wir solche Roboter. Der Eisengolem kann man auch sagen. Also, es sind halt eher so Maschine, ne? Das mit den Zahnrädern erinnert mich ein bisschen so mit Alexander. Aber auch diese Feste war sehr, sehr cool. Also, war auch so mit Zahnrädern und auch diese verschiedenen Gänge hier. Haben sie sich ja schon echt Mühe gegeben.
So, jede Allianz nimmt sich eben halt hier die Golems. Let's go. Jetzt haben sie sich aktiviert. Ja, viele finden den dritten Boss sehr, sehr mies. Er hat auch einige Moves drauf. Es ist jetzt nicht nur diese Rechenaufgabe, sondern auch einige Moves sind schon echt böse. Aufladen. Ah, okay, damit kriegen sie halt so einen Buff. Also solche Buffs, wo die mehr aushalten, austeilen. Ah, hier, okay. Das ist auch cool. Hier wieder so eine Nachricht halt, ne? Also es ist schon schön, dass die halt auch noch solche Nebensachen hier mit eingefügt haben. Sprich also so noch zusätzlichen Hintergrundwissen hier. Und dann kommen wir auch schon zu den dritten Boss. Ja. Das ist wohl ein wahrer Spaß. Automaten Nummer 7. Ja, und los geht's. Und dann noch die Musik. Ah, oh, cool. Zerstören. Ordentlicher Tankbuster. Dann kommen hier solche AoEs. Verteilen. Dann haben wir hier Stackmark. Zusammenstehen. Dann malen. Ich glaube, da sollte man wegstehen, ne? Und dann macht er noch zwei AoEs, oder mehrere AoEs da. Hier macht er noch so einen schönen Front-AoE. Uiuiui. Man echt aufpassen. So, jetzt fliegt er weg. Jetzt kommt er irgendwo in eine beliebige Richtung. Währenddessen muss man aufpassen, dass man hier nicht bei den Feldern steht. Da muss man noch solche AoE-Felder noch teilen und dann muss man schnell von der Mitte weg. Ah. Nice move.
So, jetzt kommt Entsorgen. Ah, okay, er schießt jetzt überall wild Laser herum, um sich herum. Da muss man halt einmal so kreisläufig laufen hier die ganze Zeit um ihn herum. Schon, da muss man echt aufpassen, seine Lasershow, die er abliefert. Es kommt ein Escher. Ja, Raid-Schaden. Kommt dieser Standardmodul. Mal, jetzt kommt hier die Aufgabe. Erste Lektion sogar. Heilung. Richtig. Durch vier teilen. Richtig. Kann noch mal einäschern. Wir kriegen halt, wenn wir richtig machen, kriegen wir so einen Buff. Das schützt uns jetzt vor seiner Attacke hier. Und alle anderen, die so einen Buff nicht haben, durch nicht richtig machen, kriegen die richtig Schaden, ne? Also mit Matheaufgaben etc. So. Jetzt haben wir diese Kugel, also sprich die Ulti von ihnen. Wow. Und das fand ich auch schon cool bei Yades. Das fand ich schon cool bei Yades auf jeden Fall hier. Jetzt werden wir in so einen Raum reingeschmissen und müssen wir jetzt hier schnell wie möglich den verbesserten Automaten hier besiegen in diese anderen Dimension, kann man sagen. So ein bisschen so wie bei Alexander. Also sprich Savage, der war das halt auch so. Nee, ich glaube bei Normalmodus gab es das auch noch, ne, oder? Ich glaube schon, ja. Ist auch ein bisschen länger her jetzt schon. Ah hier, da kommen auch noch diese Raketen, die man ja aus O7 kennt. Und dann können wir hier wieder raus. Sehr cool. Der tanzt er erstmal. Dum, dum, dum. Ich bin sehr, sehr stark. Da wundert er sich, dass wir wieder da sind. Auslöschungsmodul, oh oh. Aber er hat währenddessen noch so getanzt, ne? Voll cool. Oh, jetzt ist er aufgeheizt. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. So, da kommen wir auch allmählich zum Ende hier. Also der rastet hier schon ordentlich aus, wenn der in diesem Modus ist. Ah, okay, die Seite. Oh mein Gott. Oh Mann. Richtig nerviger Boss. Aber da können sich wohl welche mit anschließen, der ist ja nicht ohne. Ah, das ist die für Ninja. Ich finde, das Set soll auch nicht so schlecht aussehen, habe ich mal gesehen. Hat auch schon was. Joa. Sehr hektisch am Ende. Aber man lernt ja nie aus, ne? Also, wenn man funktioniert das halt immer besser. Jetzt haben wir hier Yasmat. Sehr schön.
Schon echt cool, dass er jetzt hier dabei ist. Ja, smart. Oh, das sieht nach einem Tankbuster aus. Oh ja. Aoi. Da müssen wir jetzt aufpassen, da kommt jetzt ein ordentlicher Frontcleave. Hat einfach mal den Deathmage erledigt. Ihm war wohl Schreiben wichtiger. So, ja, jetzt kommt Rage-Schaden. Achso, der hat noch geschrieben, dass Yasmat aus Final Fantasy 12. So, hier bei ihnen stehen. Magneten. Ah, okay, da stehen wir jetzt oben. Erstarret zu Stein. Ha? Oh nein, oh, voll drauf. Böser Cleave. Ah ja, jetzt tobt er hier wild herum. Kann man jetzt zum Beispiel jetzt nicht beeinflussen. Ihr lächt nach Heilung, dann schreit danach. Alle Glieder werde ich euch ausreißen. Die haben die schon echt cool gemacht, so an sich. Schmerz ist die beste Medizin. Oh, jetzt kommen die jetzt wieder. Beschwörung hier. Die Magneten kommen jetzt auch noch. Oh. Autsch. Oh. Im Namen des Königs werde ich euch strafen. Deckmark. Ich hoffe, da stecken jetzt genug Leute. Klon. Ah, jetzt werden wir hier rumgeschleudert. Ui. Nice. Oh, jetzt kommt hier diese Phase mit den Ads. Jede Allianz kümmert sich jetzt hier dementsprechend um einen. Oh, dann fliegen noch hier so Tornados rum. AOE-Felder kommen noch hier überall. Boah, da ist auch nicht was los hier. Währenddessen haben wir auch noch wieder einen Stackmark. Bei jeder Allianz. Wir helfen hier wegen der Ulti, die er auflädt. Wir haben den noch gar nicht kaputt richtig gemacht. Dann jetzt nochmal das Herz. Sonnensturm. Wow.
Jetzt legt er richtig nach, glaube ich jetzt. Jetzt kommt so um einiges. Hier wieder aufpassen, ne? Wow. Ah, wieder Magneten. Ich werde euch zerstückeln. Oh, Turbulenzen. Jetzt wird wieder rumgesteuert. Im Namen des Königs werde ich euch strafen. Oh, hier, stacken. Ihr lächt nach Heilung, dann schreit danach. Ist schon ein sehr interessanter Kampf. Wieder die Magneten. Ja gut, bei den Sturm müsst ihr runter, also zu den gelegenen, also dass ihr angezogen werdet. Oh nein, oh nein, oh. Und das andere muss man eben halt ja oben sein, wegen den Blitzen. Oh, weg. Oh mein Gott, oh. Aber es wird noch besser. Weg. Mal aufpassen, jetzt kommt das auch noch wieder hier. Oh nein. Dann Sturm. Okay. Mit uns Bangar ist nicht zu spaßen. Dann Sturm immer unten. Immer unten. Weil wenn die oben seid, kriegt ihr von diesem Sandsturm ihm halt was ab. Also Staubsturm. Oh, jetzt kommt sein Enrage-Modus mit Mirakel. So quasi. Also er geht jetzt hier richtig auf Enrage. Dann müsst ihr jetzt aufpassen, der kann jetzt ganz schön ordentlich abgehen hier. Er ist ein bisschen Vorsicht geboten. Halt mehr ja. Achso, die LP ist gesenkt. Dennoch kann er jetzt mehr Schaden machen, ne? Okay.
Und das wär's eigentlich soweit. Ja, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Ja, war auf jeden Fall sehr cool. Ich wollte sowieso generell mal hier auch zu diesem Raiden Gameplay bringen. Mal zu zeigen und so weiter. Ist auch so selber auf meinen Eindruck her. Ich fand es auf jeden Fall sehr cool. Und ja, lasst gerne eure Meinung da. Wie findet ihr den neuen 24er Raid in 4.3? Ansonsten gibt es ja noch einige Sachen, die ja auch noch hinterher noch kommen. Aber ich wollte auch noch währenddessen hier 4.3 noch gerne auch die Inhalte zeigen. Ich habe auch sonst überlegt gehabt, auch nochmal sonst den Expert Dungeon auch nochmal gerne zu zeigen. Mit einbegriffen vom Fantasy Dojo Guide. Also sprich also, dass da nochmal was ja, dazugefügt wird. Und ja, vielleicht gefällt es euch das ja dennoch auch. Würde ich mich drüber freuen. Ansonsten viel Spaß auch weiterhin hier bei Final Fantasy. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.